Zehnten in Maßen betragen und wesentlich größer sein. Richards, der 25 Kämpfe, 23 Siege hat, das erste Mal die Gelegenheit, die Weltmeisterschaft zu boxen. Marco Huck hat er bereits seit Titel verteidigt, erfolgreich einmal erobert und einmal um den Titel der IBF geboxt. Ist also da schon wesentlich erfahrener, hat 28 Kämpfe, also 3 Kämpfe mehr. Er ist 29 Jahre Adam Richards, also mitten im blühenden Leben eines Profiboxers. Müsste also auf dem Höhepunkt sein. Ob es ist, wird uns am Samstag genau zeigen. Ist gestern mit nach einigen Strapazen eingetroffen. Bereitet sich in Berlin Weiße See vor. Bis zum Kampf. Jab, was wichtig ist. Beieinander. Okay, that's it. Thank you very much. You stay. Also wir vor ihm. Und wir rufen ringen seinen Trainer Uli Wegner. Uffi, mach dich schon mal warm. Ah, das ist Uli Wegner auch. Alle da. Wir begrüßen am Ring auch Sebastian Silvester, den Mittelgewichtsweltmeister nach Version der IBF. Herzlich willkommen, sind auch viele andere Boxer hier. Ich glaube doch, es wird ein sehr spannender Kampf am Sonntag. Übrigens, das will das Publikum ja sehen. Wir haben uns keinen Fallung geholt, sondern wir haben uns Gegner geholt, dass wir zeigen können, dass wir in den Cruisergewicht die Weltspitze bestimmen. Nicht, dass wir einen Weltmeister haben. Wir werden im Cruisergewicht sicherlich noch die anderen beiden zum Weltmeister formen. Und Marco wird am Sonnabend alles dran setzen, dass er seinen Titel behält. Das ist spannend. Das Leben ist überhaupt spannend. Und wir werden sehen, ich freue mich schon am Sonnabend, dass wir so einen starken Gegner ausgesucht haben. So, dann noch ein Wort zur Vorbereitung. Ihr habt euch ja diesmal in Kalifornien in der Wüste vorbereitet. Was hatte der Trainer? Zeigt dann Schlagkombinationen an und der Sportler muss reagieren. Muss die richtige Distanz finden. Wie auch Uli Wegner bereits erwähnt hat, er bereitete also mehrere Sportler vor. Er muss auch Arthur Abraham vorbereiten für ein paar, 2 Wochen später. Alles in 3-0 kriegen. Die anderen Kämpfer. Und auch gucken, dass Marco Huck in rechter Form ist. Hey, ist das passiert? Wie gesagt, der Trainer hat zwar auch das Handpolster, ist ungünstig, aber auch damit kann er zurückhauen, was er eben auch angedeutet hat beim Boxer.
sehen auch, Marco Rupp steht in der Linksauslage, die linke, das linke Bein ist vorne, die linke Hand ist die Führungshand, die rechte Hand ist die Schlaghand. Jetzt hat er zwei gerade Hände und einen linken Seitwärtshaken geschlagen. Marco kommt aus Bielefeld, wie alle wissen, hat dort angefangen, hat dort auch Kickboxen gemacht, ist aber dann zum richtigen Boxen gewechselt, weil er es interessanter findet. Klassischer findet das. Gut. Okay. Und ist seitdem an in Berlin. Ja. Longer power, man.